Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Alleine, aber mit den Panzern auf deutscher Seite. Momentan versuche ich ein bisschen, naja, zu grinden würde ich es jetzt nicht nennen, aber ein bisschen Sachen zu erforschen und vor allem Geld zu machen, denn ich will mir schnellstmöglich den ersten, ja, freien Helikopter mir holen. Und dafür brauche ich einfach ein bisschen Geld. Silver Lines. Und zwar ordentlich. Weißt du was? Ich werde jetzt nicht zu B fahren. Ich werde mal mein Glück drüben versuchen auf der Lane. Außenrum schnell zu C quasi. Weil da hat man auch mal Spaß. Wo seid ihr Lappen? Muss halt auch gucken. Die Feinde, was haben wir? Oh, ja. Franzosen mit dabei, die können auch schon sehr schnell hier sein. Deswegen muss man da ein wenig Vorsicht walten lassen. Sieht okay aus. In Anbetracht dessen, dass ich halt schon ein bisschen schneller als der Rest bin, muss ich hier jetzt mal einen Moment warten. Okay, die sind jetzt erst bei C. Na gut, ich fahre mal eine Kreuzung noch weiter. Ich muss hier hin zielen. Hier wird zu kurz. Oder so. Ich bin immer so ungeduldig. Das ist immer mein Tod. Ich weiß nicht genau, was es war, aber das war vor allem kein guter Schuss. Scheiße, das ist natürlich ein Franzose. Das war nix. Egal. Ich habe immerhin einen Schuss gesetzt. Ein paar Minütchen überlebt, also darf ich mit dem Leo rein. Das ist so ein schöner Deal. Naja, komm. Eigentlich müsste ich jetzt wirklich da nochmal langfahren. Weil sonst haben unsere Freunde die gleich im Nacken und das wäre nicht so gut. Auch wenn ich da gerade schon einen Gegner gehört habe. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ich stimme zu. Augen auf die Karte. Ich bin ganz froh, dass ich mit dem Leo nochmal rein darf. Da muss ich mich endlich ausgebaut werden. Der hat ja noch nix, hat der. Nix. Aber wenn einer von denen um die Kurve kommt, ich bin sehr schlecht dabei, das Gewackel auszugleichen, wenn man anhält. Da habe ich immer noch Probleme mit, deswegen, ich kann jetzt echt gerade nur hoffen, dass der andere auch nicht so gut darin ist. Da habe ich doch was gehört. Okay, da ist gerade schon was geplatzt. Oh, Gott sei Dank. Das heißt, rechts von mir sollte keiner sein. Sollte. Aber ich vertraue dem Kollege jetzt mal. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten!
Das hat sich nach Feindfeuer angehört. Oh oh. Scheiße, und der schießt schneller als ich. Ah, Mist. Und schon wieder muss es der Quillian richten. Ich krieg die Krise, ey. Das heißt, erstmal Punkte machen, damit ich nochmal was Gescheitem rein kann. Jagdpanther oder so. Deswegen werft mir gerne nochmal ein Flugzeug gegen. Gegen mich. Nee, hör aber nix. So, Muni umschalten auf AP. Ich werde jetzt was machen, was sehr dumm. Lol, der ist gebounced. Ladeschütze ist im Arsch. Fuck. Und links irgendwo. So, den hab ich. Und zu zweit werden wir doch irgendwie den College klein kriegen. Na, geh doch. Ich hab ja gesagt, der Quillian muss es wieder richten. Muss jetzt erstmal hier weg. Also jetzt geben sie mir aber gerade ordentlich auf die Mütze. Da kannst du nichts machen. Aber ich hab locker Geld. Für was Gescheites nochmal. Wahrscheinlich gehe ich sie jetzt sogar gerade mal in die Luft. Ich werde den Bomben den Vorzug vor dem Düsenjet geben. Weil die räumen mit uns gerade ganz schön ins Schlachtfeld auf und das ist nicht gut. Erstmal ein bisschen Speed drauf kriegen. Ich habe keine Lust, dass mich einer direkt vom Himmel holt. Das war mal eine Zeit lang echt nervig. Also dieses Rumgekämpfe am gegnerischen Spawn. Aber das hat Gott sei Dank nachgelassen. Ja gut, der ist schon down. So, da ist ein Strahlbombe. Der ist tot. Ich glaube, der hatte gerade einen Anflug auf mich vor der College. Ich brauche ein Ziel. Ah, verdammt. Gut, ich schmeiße jetzt einfach mal meine Bomben rein. Okay, ohne Heck kann man auch nicht mehr steuern. Ja gut, was willst du machen? Ich kann von dem Ding nicht abhauen. Und raus, ey. Was soll ich da machen?
Sollte aber trotzdem ganz gut Punkte gegeben haben. Haben wir noch irgendwas, was ich an, an Panzer vergessen habe mitzunehmen? Nee, ne? Ich muss echt mehr spielen, theoretisch. $800.000 kostet der Heli, den ich haben will. Die AH-1G ist das, glaube ich. Oh, das ist halt schon ein bisschen was, ne? Ich fange mit dem Ruh an und werde zu A düsen. Ich sollte nicht so viele Bilder machen. Scheiße, ich habe mir die Kette kaputt gemacht. Sondern Gas geben und ab der Hau. Naja, ist wurscht. Wir sollten theoretisch trotzdem früher da sein als die Gegner. Und ich lade tatsächlich heute mal Hash. Muss mal gucken, dass ich damit klarkomme. Lukas meint ja immer, das wäre besser. Ja gut, es kommt natürlich ein bisschen auf die Panzer an, die man trifft, aber... Danke fürs Nicht-Warten, aber hey, was erwartet man? So, da hau ich mal kurz einen Artischlag drauf. Ist zwar nicht der Typ vor mir, aber es ist irgendein Gegner. Scheiße, jetzt habe ich das Haus zerlegt. Ich will mich doch dahinter verstecken. Dich habe ich gesehen. Knappe Kiste. Verdammt. Haben verloren. Das war knapp. Nur einmal ins Gesicht geschossen. Komm, Schaden. Scheiße. Natürlich wartet er. Was erwarte ich denn, ey? Ah, das war doof, ey. Das war doof. Aber auf der Map ist es doch wesentlich einfacher, alles von oben niederzumachen. Hier haben wir schöne freie Fläche. Ich frage mich, ob die 229, kriegt die auch Bomben? Wisst ihr das? Weil dann wäre das die Alternative. So, ihr Schlingel, Moment erstmal. Luft gucken, nicht wieder einfach blind fliegen. Das sieht okay aus. Leider nichts. Okay, da ist Taka, Taka, Taka. Nicht schlecht. Kollege, nicht schlecht. Aber danke fürs Schießen. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ihr seid. Oh mein Gott. Was ist denn heute los? Ich bin raus. Oh Mann. Oh, ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein Water-Päuschen machen und bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
dann wieder mit den Kollegen. Macht's gut. Tschüssi.